Hey, willkommen zurück. Hallo. So, wir sind ja gerade in Burg Bloxley angekommen. Da kommt anscheinend ein unendlicher Spawn von Fledermäusen auf mich zu. Deshalb mache ich jetzt direkt weiter und wir gucken mal. Und wie jeder weiß, ist der Fledermausraum ja eigentlich ganz woanders. Wo denn? In einem extra Fledermausgebäude. Ah. Übrigens, hinter mir ist gleich ein Löwe, aber ich renne einfach von ihm davon. Ich wollte damit sagen, du findest hier alles vor, so wie du es noch nie vorher verlassen hast. Wahnsinn. Ja, ich habe ein Brot gefunden und finde jetzt hier... Und läufst durch, durch eine Säule. Säule. Kannst du das Ding da aufnehmen, die Kerze? Ich glaube nicht, ich habe es gerade versucht. Man kann ja auf jeden Fall... Drück mal nehmen. Nee. Also ich habe ein Laib Brot geklaut. Oder vielleicht war es auch ein Schild. Man weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Aber anscheinend ist hier sonst nichts. Ich vermute mal, da wo der Löwe oder was das Wildschwein, was auch immer es jetzt ist, herkam, da geht's wahrscheinlich weiter. Ich habe jemanden getroffen, oder? Außerhalb des Bildschirms. Oh, da ist wieder so ein Hund. Ja, das meine ich ja gerade. Oh, du hast nur noch 35. Ja, ja, aber die ziehen mir ja kaum was ab, deswegen nehme ich jetzt keinen Trank für sowas. Ich hoffe mal, ich folge einfach mal den Spuren der Gegner. Vor allen Dingen weiß ich jetzt gerade die ganze Zeit nicht, was da auf dem Boden, ob das Löcher im Boden sind oder ob der Teppich aufgerissen ist. Ich vermute, sie wollten einfach ein bisschen visuelle Abwechslung schaffen, das kann man ihnen nicht vorwerfen, oder? Auf dem Gameboy. Ja, blöderweise ist hier doch nichts. Vielleicht musst du doch mit dem hängenden Mann kommunizieren. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dein Vater ist. Ich schau da wieder runter, oder nicht? Ja, ich schau nochmal links und was sammle da auch noch ein Item. Nee, da war ich noch nicht, war ja oben. Und das ist ja eine mittlere Schiene gerade. Ich passe anscheinend überhaupt nicht auf. Nee, das ist dein Orientierungssinn. schockiert mich. Siehst du, da liegt was? Ja, ein Stück Kacke. Robin Hund finden. Oh, okay. Oh! Das ist der Fledermaus-Dompteur. Das riecht doch jetzt nach einem Gefechtkampf, oder? Oder einem Typen, der einfach... Ah nein, das ist dein Butler. Ja. Duncan! Übrigens, Robin Hood, kennst du damals die Harald-Schmidt-Parodie? Ja. Sehr witzig, aber die möchte ich jetzt nicht paraphrasieren. Okay. Es ist ein Wunder. Bist du taub, Duncan? Ein Wunder, ein Wunder. Oh nein. Hallo? Siehst du nicht... Du ließest ihn da hängen wie einen gemeinen Dieb, also The Hoff mit Vorwürfen gegenüber seinem taubstummen, blinden Butler. Er ist ja nicht stumm, tut mir leid, er kann ja reden. Beruhige dich, Robin, schau dir seine Augen an. Sie haben mich geblendet, Robin. Aber taub ist er da nicht. Wer hat dir das angetan? Vor allen Dingen, ich hab ein Bandana um die Augen und kann nichts sehen, aber Robin, das ist meine Strafmaske. Kombiniere. Die Hexe Mortiana. Mortiana. Und Guy von Gisborne. Wahrscheinlich ist das kyrillisch gewesen und sie heißt Frieda. Kann auch sein. Das Medaillon. Ich hätte da noch ein I zwischengesetzt. Aber es ist kann trotzdem richtig sein. Wo? Was? Wo? Medaillon. Da ist doch ein I. Ich hätte noch eins zwischen A und L gesetzt, zwischen das erste. Medaillon. Ich weiß es nicht. Wir vertrauen denen, das wurde ja wahrscheinlich ich glaube Medaille. Bei Medaille auf jeden Fall, ja, aber bei Medaillon, ja wahrscheinlich, na, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Oh, Duncan ist jetzt auch geil, wir haben einen Blinden. Oh, und wir haben... Einen Blinden in der Party, Huwa. Wir haben noch was gefunden, eine Art Amulett. Das Medaillon, ja. Genau, das besagtes Medaillon, genau. Ja, ich guck mal, wie ich der Story folge, nämlich gar nicht. Guck dir das mal an. Versuch's zu essen. Schauen wir erstmal. Das Medaillon der Loxleys, ja. Ich leg's mal Asim an. Warum denn nicht Robin? Robin hat doch die Lederrüstung. Oh, guck mal, das ist Fleisch, die Kacke gewesen. Keulen haben wir gefunden. Mann. Ich drücke Duncan mal das Messer in die Hand. Du willst einem Blinden ein Messer geben? Ja. Best idea ever. Danke. Ich bin voll für Inklusion, Mann. Ja. Ich frage mich wieder, was nach dieser Folge, wie man so wirkt. Oh, guck mal, ich kann hier einfach kaputt laufen. Ich verliere zwar HP, aber... Badass Robin. So, jetzt gehe ich nochmal einen nach rechts. Da war ich nämlich auch noch nicht. Und dann habe ich die ganze Burg jetzt hier erstmal erforscht.
Oh nee, ne? Ist das ein Wildschwein oder ein Hund? Ich glaube, es ist ein Löwe immer noch. Ich finde meine Löwenidee immer noch am besten. So. Jetzt geht es zurück. Also wir verlassen jetzt die Burg, gucken uns den hängenden Mann nochmal an. Also ja, aber Vater. Die haben gerade über den geredet. Also ja. Ich glaube, das musst du nicht mehr machen unbedingt. Meine Güte, ihr Fledermäuse, das kann nicht euer Ernst sein. Ich habe ein bisschen Sorge, vielleicht soll ich gleich doch nochmal einen Vielleicht Trank ist der nehmen. Plot-Twist, dass du Batman wirst. Kann natürlich auch sein. Hier war ich auch noch nicht rechts. Ach, dann war ich da oben auch noch nicht links. Ich dachte, ich wäre schon unten gewesen. Apropos Scheiße. Batman, wo Birdman jetzt vor kurzem ins Kino kam und der so gehypt wird. Ich habe letztens irgendwann so ein Fan-Poster von einem Batman Beyond gesehen. Ich habe HP. XP. Ah, das sind dann die Punkte sind dann echt XP. Ja. Ach, krass. Hier kann ich mich hochgrinden, Leute. Wir sehen uns in 3 Folgen wieder. Auf jeden Fall habe ich ein Fanmade-Poster für Batman Beyond gesehen. Ja, und? Und da ist die Story ja, es spielt ja in der nahen Zukunft. Bruce Wayne ist alt und nicht mehr wirklich Batman und hat das einem neuen, halt die Rolle des Batman übergeben. Eigentlich wäre jetzt doch die perfekte Zeit, einen Batman Beyond-Film zu machen, und zwar mit Michael Keaton als alten Bruce Wayne. Das stimmt. Das ist eine geile Idee. Also Hollywood, falls ihr Deutsch könnt. Also DC, kommt mal in die Gänge. Ja. Like, comment and subscribe. Ich habe gerade einen Apfel gegessen übrigens. Der okay. gibt anscheinend 25 HP oder so, oder 30. Und jetzt hat The Hoff doch noch einen emotionalen Moment. Ein anständiges Begräbnis bereiten. Duncan und Azim helfen Robin bei der traurigen Arbeit, seinen Vater zu begraben. Okay, und... Boah, die haben mich direkt mit diesen Emotionen total gekriegt. Was ist das denn? Dackel. Ja, so ein Jagddackel. Ja, schauen wir mal weiter, was sich hier noch in der Burg... Eine Ratte ist das, glaube ich. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, die magische Karte hervorzuholen und herauszufinden, wo ich jetzt hin muss. Ja. Sehr gut. Wissen wir Bescheid. Ich denke mal, du musst nach links raus. Ja, und dann bin ich wieder außerhalb des Burghofes. Ja, ja. Wieder in die Map Wald. Verlassen. Ja, das kann sein, ja. Also ich... Du musst ja jetzt irgendwie zu Little John kommen, denke ich mal. Ja. Meine Güte, diese Fledermäuse. Meine Güte. Ah, aber ich finde an sich das Spiel nicht schlecht. Okay, also man kann links hin. Übrigens nicht rausgehen. Mhm. Boah, ich habe auch das Gefühl, ich hätte damals schon mal hier festgesteckt. Diese Ratten. Vielleicht die auch einfach kaputt laufen? Wahrscheinlich. Ja. Ey, ganz im Ernst, da mache ich mir noch nicht die Mühe. Kannst du auch nicht irgendwie was in die Rücken jetzt oder so? Nee. Vielleicht ist hier irgendwo ein Ausgang am Bildschirmrand. Ich denke mal. Warte mal, kann schräg schießen? Ja, das hast du aber vorhin auch schon gemacht. Aber dann nur aus Versehen. Was sind das jetzt wieder? Das komische der Mäuse? Der Schatten einer Ratte. Ah, Rattenschatten. Schatten. Rattenschatten klingt nach so einem Til Schweiger-Film. Schauen wir mal. Vielleicht muss ich ja wirklich nochmal das ganze Ding verlassen. Also ja. Wir sind fast da. Okay. Ja, ich habe die Konversation so. Getriggert. Ja, zu früh gefreut. Nee, da kommst du noch nicht raus. Tja. Rattenschatten könnte auch auf den Bandwagon von Giraffenaffen. Ja, ich glaube, das meinte ich sogar eher. Ist das nicht diese Musik-CD für Kinder? Ja, die ganz tolle Musik-CD. Jetzt kommt's, ich bin gerade durch einen anderen Eingang gegangen und deswegen wurde dieser Loop nicht getriggert. In diesem Vater, wo bist du? Ja. Okay, vielleicht muss jetzt alles nochmal. Oh nein. Oh nee, ist das nicht ein gutes Spiel? War die Burg ist ja. Warte, geh nochmal zurück und guck mal, ob du das Gespräch nochmal triggern kannst. Wahrscheinlich nur, wenn ich die Burg einmal betrete und wieder verlasse. Jetzt gehe ich vor die Burg und sagt der Vater, oh nein. Nee, aber der ist ja weg. Du hast ihn ja begraben. Ja. Vielleicht muss ich jetzt doch nochmal oben in die Burg, nochmal nach oben. Vielleicht kommt jetzt noch was anderes in der Burg. Ich gehe nochmal einfach geradeaus durch eben. Ja, mach mal. Mein Schaden kann es ja nicht. Jetzt gucken uns ja nur Leute zu. Solange es ja nicht langweilig wird, Jan. Ja, oder? Gibt's doch nichts Schönes. Aber, also, mal ein bisschen zum Spiel an sich. Also, ich finde, das ist grafisch und so. Und auch vom Gameplay, das ist ja alles nicht schlecht eigentlich. Ich fühle mich bestätigt, das ist ein Spiel,
Man muss natürlich Zeit investieren und das ist irgendwie auch übertrieben hart vielleicht dann in Teilen, aber es ist nicht schlecht, also... Nee, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen... Also ich fühle dich auch bestätigt auf jeden Fall. Ich fand, also ich habe das Spiel früher gehasst wie die Pest. Ich muss aber auch sagen, ich hatte zum Beispiel nicht mehr im Auge, dass das ja eigentlich eher so ein wirkliches Rollenspiel tatsächlich ist. Für mich war es wirklich ein reines Action-Adventure sozusagen. Ne? Und dass es XP gibt und diese Items, das war mir, das habe ich alles vergessen. Ja, das mit den XP, das habe ich auch, wusste ich jetzt auch nicht, aber... Doch, dieses ganze Gameplay, das ist auch interessant, dass man sieht ja auch keine XP-Bar. Oder vielleicht gibt es die irgendwo und wir wissen nur nicht, wie man sie öffnet, ne? Also vielleicht steht das ja irgendwo bei Spieler und wir haben es nur übersehen oder so. Oder wo auch dann so was ins Infos gegeben werden darüber, wo sind jetzt unsere Items und so, ne? Also unsere Anzahl an Items. Ja, die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Also muss ich jetzt. Ich würde jetzt nochmal sagen, versuch's nochmal links. Diese Burg verlassen. Ja, man muss vielleicht echt auf diesem Steinweg sein. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, leider. Unten waren wir noch nicht. Ja, da waren wir nicht, genau. Ja, Leute, wenn ihr auch... Wusstest du übrigens, dass Fledermäuse, das Mäuse und Ratten sich genau gleich anhören? Perfekt. Nee. Oh nein. Jetzt nehme ich mir doch wieder mal ein Item zu mir. Weil wenn ich du hast ja jetzt auch genug. Wenn ich jetzt sterbe, habe ich nämlich Angst, dass ich wieder ganz am Anfang von diesem Wald anfangen muss. Und dann... Du fühlst was? Irgendwas stand da gerade. Irgendwas, vielleicht war das der rote Trunk. Vielleicht hat der mich jetzt... Nee, aber... Oh, ich bin schnell! Was geht denn jetzt ab? Ja, komm her, ihr Affen. Lol. Oh nein. Oh, das hat ja lange gehalten. Ja, ich bin gerade echt angespannt, deswegen kann ich gerade nicht so viel sagen. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass das hier voll... Aber die Lederrüstung schützt mich ja mega vor denen. Oh, ein neues Schwert. Niemals! Oh. Der hatte die Hitbox von dir ist auch total komisch. Ja. Der hatte ich irgendwie. Der war einen Meter von dir entfernt und hatte ich trotzdem. Finde ich auch unfair, dass da gelaufen ist. Das ist das Herrenhaus von Dubois. Das Haus von Peter und seiner Schwester Marion, siehst du? Philipp, du bist einfach ein echter Robin Hood Kevin Costner-Experte. Kevin Costner-Experte sowieso. Ich habe so oft Tin Cup gesehen. ja, das alte Herrenhaus ist größer als die Burg. Meine Güte, das ist ein großes Herrenhaus. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Das findet ihr ja besonders spannend, habe ich das Gefühl, wie oft ich auf die Karte gucke. Aber auch diese Karte ist wieder sehr, sehr aussagekräftig gestaltet. Ja, nee, die ist schon richtig gestaltet. Ne? Ja. Es gibt halt die Mauer und das Haus in der Mitte und dann kannst du wieder rausgehen. Oh nein, das sieht mir nach einem Kampf aus. Er sieht mir aus wie Little John. Der Stab irgendwie sagt, ne, geht Fremde, Marion Dubois kann irgendwas. Kann euch nicht helfen. Vielleicht muss ich das Medaillons vorzeigen. Ja, oh, stimmt, ja, leg das mal an, am besten, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob das von Erfolg gekrönt ist, oder ich, Ich würde sagen, du musst das anlegen. Ich mache jetzt aber mal Folgendes. Ich halte es jetzt einfach mal hin. Ich dachte, du wolltest dir das an den Pimmel hängen. Oh, schade. Ja, das wäre auch, wenn das nichts wäre... Ja, ich glaube, das ist die richtige Methode. Oder den Ring. Ist das nicht, Ne, den Ring musst du ihr geben, aber das ist ja... Aber mit dem Ring könnte ich mich ja ausweisen. Ne, mit dem Medaillon kannst du dich ausweisen. Aber der Ring kommt doch nicht kommt von ihrem Bruder. Ist Peter nicht ihr Bruder? Red mal mit ihm jetzt. Seid gewiss, Lockwood. Tretet ein. Tatsächlich. Und jetzt... Ich kenne doch meine Point-and-Click-Logik. Ja, aber jetzt mache ich Folgendes. Jetzt lege ich mir natürlich... wieder die Lederrüstung an, denn wir haben ja gesehen, die ist ein guter Freund. Und dieses Messer, das kriegt jetzt der gute Azim. So, jetzt schauen wir mal, was in der Burg passiert. Ja, im Herrenhaus passiert. Ich bin gespannt, wie Marion aussieht. Wie seid ihr denn wach vorbeikommen? Wir wollen ja keine Unruhe hier. Okay, danke. Vielleicht hätte ich das mir gleich mal anlassen sollen. Unexpected Thug Life, meine Freunde. Nach links kann ich gehen, da gibt es wieder eine Sackgasse, da kriege ich ja vielleicht was. Ansonsten muss ich aber nach rechts, schon mal interessant zu wissen. Total. Leute, ihr wisst, ich muss mich hier wieder umgucken. Falls ihr... Ja, auch, ist das die gleiche alte? Sie ist in der östlichen Kammer. War das denn die gleiche alte? Oder einfach nur die gleiche Sprite? Naja, finden wir es im nächsten Video heraus. Genau, ich schnapp mir jetzt hier nochmal einen Trank. Und suche diesen Raum ab und dann...
können wir tatsächlich... Ich finde einen Türschlüssel. Perfekt. Ist das nicht perfekt? Ach. Tschüss. Bis dann. Tschüss.